Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Pixelmon Minecraft Projekt. Jo, in der Version 1.16.5. Leider gibt es Pixelmon noch nicht auf der 1.20.4, glaube ich, oder so. Aber jo, wir spielen einfach die neueste Version Pixelmon mit einem selber zusammengestellten Modpack. Oh, schön, wir haben ein Bett bekommen. Und das sieht ein bisschen cringe aus, ist wahrscheinlich wegen Optifine. Okay, der erste, ja, jetzt nicht gerade so tollen Mod-Compatibility, aber ja, gut. Was haben wir hier? Wir haben ein Enigma-Bären-Busch. Nehmen wir jetzt mal noch nicht mit. Hallo, was machst du hier drin? Ich bin sehr spät fürs Mittagessen. Ich glaube, du bist spät, weil du hier drin hockst und nicht mehr rauskommst, gell? Nein, ein Mittagessen ist keine Entwicklung von Evoli, wie primitiv. Habe ich auch nicht gedacht. Okay, hier ist ein Tapsi scheinbar. Und Büsche nicht kaputt machen, bitte. Und nicht Schaden bekommen. Ja, genau, sage ich. Genau und so. Jo, das ist jetzt ein Projekt, was ich als Let's Play mache, damit ich ein, ja, vom Server natürlich noch ein bisschen Auszeit habe, etwas anders sehe. Mokunil. Was ist das für ein Typ Pokémon? Man sieht es halt nicht. Okay, ich bin noch nicht so der Pokémon-Profi natürlich. Beziehungsweise, ja, bin ich eher einer, der damals war, wo es rauskam. Rot und Blau kam in Europa raus. Und es hat nur 4 versucht. Benötigt Faustpunkte. Okay, kämpfen gerade, ja. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Es ist so ein, ja, Abwechslungs-, also. Ja, rundenbasiert ist, aber wenn man abwechselt, kämpft man gegen Monster und setzt Attacken oder Buffs ein und so weiter. Aber werdet ihr wahrscheinlich kennen und sonst einfach fragen, gell? Ich habe eben damals, jo, als es startete, bin ich noch ein bisschen jünger gewesen. Die meisten Mitspieler oder so, wo man gehandelt hat und so weiter. Ah, das ist der Physics-Mod und deshalb ist der Ding, genau, der Pokéball hat es ein bisschen komisch gedroppt. Okay, jetzt verstehe ich. Ja, schon wieder unterbrochen worden. Das Spiel unterbricht mich immer ständig. So, ich möchte gut schreien. Genau, und war ein bisschen jünger gewesen und habe immer bei den Großen, bei den Klassen, die höher waren, immer wieder ein bisschen gechillt. Wegen diesem Spiel. Hab dann aber 2004 mit Feuerrot und Blattgrün dann langsam aufgehört. Ja, das Spiel natürlich das zweite Mal durchspielen, in schöner Grafik nicht mehr so gefallen. Und ich hatte andere Spiele, zum Beispiel GTA San Andreas, wo ich sehr viel gemoddet habe und so. Morrowind auf dem PC, war nicht mehr so der Nintendo-Fan. Und Pikachu, Level 9 ist ein bisschen zu hoch. Aber wie süß die Animation ist. Ah, wie geil. Und ja, seitdem ja, habe ich noch einen New 3DS XL geholt und eine Switch erst letzten Sommer. Aber habe jetzt noch nicht so das Gefühl, ich möchte jetzt wieder ein, ja, schalten mit, also wirklich wieder Pokémon spielen. Und deshalb bin ich auch so motiviert, jetzt einfach Pixelmon zu spielen. Dass wir noch ein bisschen Minecraft haben und alles. Jo, freut mich. Das ist ein rotes Bett. Ich nehme das blaue mal auch mit. Sieht das lustig aus. Ich muss vielleicht ein paar Sachen noch verändern beim Physik-Mod. Ja, kein Problem. Das auch zu verändern. Wir haben die F7-Taste scheinbar. Geht nicht. Okay, dann muss ich auch noch kurz schauen, wo der Physik-Mod die Taste hat. Ist alles so ein bisschen durcheinander. Wo ist der Physik-Mod? Wo ist die Taste? Irgendwo nirgends. Vielleicht kann ich das auch nur in den. Ist es? Es gibt es nur im Hauptmenü. Also, das werde ich noch ein bisschen anschauen, wie das genau geht in der 1.16.5. Jo, und Taubsi Level 2. Oh, wir sind ein bisschen schlechtes Typ. Ein schlechter Typ. Wer Flug von Taubsi gegen Blatt. Also auf Deutsch Pflanze. Schaden macht. Und wir machen auch viel Schaden, weil wir gewisse Level sind. Genauigkeit, okay.
Okay, es ist tot, also kein. Ein bisschen Schaden hat es gemacht, scheinbar. Wahrscheinlich zuerst angegriffen. So, und wir haben einen Effekt noch. Was ist denn das? Daycare? Ah, okay, zum Ausbrüten von Pokémons und so. Zu pflegen. So, ich sehe gerade auf der Map, wir haben ungefähr einen schönen Ort noch zum Bauen. Bisschen wenig Platz hier, aber schauen wir mal. Und ja, ein bisschen wenig FPS gerade. Muss ich ein paar Sachen runterstellen, das ist meistens die andere so Befederung. Wirkt nicht so gut in Minecraft mit Optifine. Das muss ich auch noch kurz ein bisschen besser machen. Ja, ich hoffe einfach, die FPS sind nicht... Genau, jetzt sind sie eigentlich fast wieder hoch, Maximum. Da ich eben noch ein paar Mods eingefügt habe. Zum Beispiel der Physik-Mod ist sehr neu. Also den habe ich noch nicht so testen können. Ja, bin einfach so ein bisschen ins Spiel reingeworfen worden, in dieses Modpack. Also ich würde gerne auf der Insel oder so leben. Oh, da ist eine große Stadt. Eventuell hier. Bisschen Inselfeeling. Wir werden hier mal die erste Base ein bisschen aufbauen. Und dann wahrscheinlich woanders leben. Aber was habe ich so geplant? Genau, das ist noch ein gutes Thema. Ich habe geplant, wirklich die Welt so ein bisschen zu bauen, so ein bisschen lebendiger zu machen. Was ich genau alles machen soll, das dürft ihr entscheiden. Das muss ich nicht entscheiden. Und ja, wenn euch etwas stört oder euch etwas langweilig vorkommt, dann kann ich das auch ein bisschen reduzieren und ich wollte nicht hier runterhüpfen. Nein, niemals wollte ich hier runterplumpsen. Gut, ich habe noch ein paar Spawns ein bisschen höher gemacht, also nur die allgemeine Spawnrate höher gemacht. Ich möchte ja auch nicht irgendwie sehr das Spiel manipulieren. Aber es ist meistens auch bei den Modpacks so schwer umzustellen und dass es einfach ein bisschen langweilig wirkt und ich möchte es ein bisschen spannender haben. Nur es spawnen wirklich nicht gerade so viele Pokémon oder Pixelmon. Erstmal, wenn wir vielleicht ein bisschen bleiben, ein bisschen warten. Jo, dafür im Wasser. Ich denke, es wird schon genug geben. Ich schaue gerade, ob wir irgendwo Pflanzen anpflanzen können, hier drüben. Es ist nur ein Layer. Oder hier an diesem Rand, dann machen wir hier die Base. So, wir haben nur ein Holz, okay. Können wir einen Baum auch zum Wachsen bringen. Das ist doch sehr schön. Schwalbini im Wasser am Tauchen. Ja. Gut, also dann haben wir schon mal eine Werkbank. Jo. Was haben wir da noch für Items? Ah, ja, da diese Sachen aus der Kiste. Das Gebet können wir dann mal benutzen. Also. Jo, ich freue mich riesig. Ja, die Pixel sind schon ein bisschen zu groß. Wo gibt's denn diese Taste? Spätestens wirklich F7. Ich will jetzt auch nicht zu viel riskieren. Wir könnten mal kurz ins Hauptmenü noch gehen dann. Aber manche Sachen sind noch viel zu groß noch. Ich mache das einfach im nächsten Part dann. Also im nächsten Part habe ich das ein bisschen eingestellt. Sonst haben wir da einfach viel zu viel verdeckt. Ich tue, glaube ich, ein Schwert auch craften. Brauchen wir aber nicht zu nutzen. Ja, komm. Schaufel auch. Dann machen wir hier irgendwo Tor in die Hölle. Ich muss es leider machen. Kurze Pause, kurze Umstellung. Da muss ich wahrscheinlich Mods, Physics-Mod. Hat aber kein Menü. Mods-Ordner öffnen. Ich kann das nicht manipulieren, sonst muss ich ihn rauswerfen. Wäre ja nicht gut, wenn ich das rauswerfen müsste. Physics, okay. Da muss ich, glaube ich, gar nicht raus. So, Block-Settings da. Scale, viel niedriger. So,
Lifetime muss auch nicht so lange sein. Soll nur schön aussehen. Ist sehr sensibel zum Drehen. Ja, ein bisschen runter. Fracture ist gut. Bei den Mobs muss ich ja nicht viel machen. Ja, das reicht. Sound auch nicht und so. Dann gehen wir wieder rein. Ist noch die Ante-Welt vom Schönbau, wo ich jetzt auch nicht gerade so aktiv weiterbauen kann. Ja, da muss man auch wieder viel denken. Bin ein bisschen zu viel am Denken zwischen den Tag verteilt. So. Jo. Mit der FPS schaue ich auch, dass ich glatte 60 habe. Es könnte auch Ding sein, Bausync. Das macht ja meistens ein bisschen FPS-Probleme. Aber ich weiß, dass Optifine nicht so stark ist wie Iris. Und das andere Fab, ja, Sodium, genau. So, jetzt ist es kleiner, aber immer noch ein bisschen störend. Wenn ihr das auf der neuesten Version installiert, dann habt ihr viel bessere ja, Skalierung von den Blöcken und so. Aber das ist halt eine alte Version, 1.16.5. Ist wahrscheinlich so 6, 7 Jahre alt, oder? Ja, kann halt alles noch nicht so weit sein. Gut, sehen wir ziemlich viel noch. Es ist einfach dunkel. Ich sehe ein bisschen mehr als ihr. Wahrscheinlich, weil ich der Bildschirm ein bisschen heller habe. So. Jetzt sehe ich aber auch nichts mehr. Ah, ihr seht aber noch mehr. Bei mir ist es jetzt dunkel. Nein, das war nicht. Okay, wir gehen nach oben, machen uns Steinwerkzeug. Und hoffen auf Kohle und Eisen. So, wo haben wir es? Der Baum ist schon gewachsen. Ja. Ich habe, glaube ich, Random Tick Rate auf 6 eingestellt, damit wir nicht so Ewigkeiten auf Essen warten oder so. Das müssen wir ja auch. Ich habe extra Easy eingestellt und nicht Peaceful. Viele spielen auf Peaceful, aber dann hat man ja nichts mehr zu tun. Außer Pokémon zu jagen. Wenn man immer Hunger voll hat, also Ding hat. Ich wollte jetzt eine Kiste noch machen, aber ich habe zu wenig Holz. Sieht schon lustig aus, aber es ist immer noch zu groß. Also, wo haben wir das? Optionen, Physik Settings, Block Settings. Scale machen wir auf 30. Ja. Wie das runterkommt. Okay, gut, sehr gut. Doppelkiste. Und auch noch Ofen. Wir haben sehr viele Items drinnen. Später noch mit Chisel und Bits und so. Ja. Das kann schon wiesen. Wo ist die Kiste? Machen wir hier wieder. Kompass brauchen wir nicht, so Sachen brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Werkzeuge brauchen wir nicht mehr. Das Essen möchte ich gerne ein bisschen mitnehmen. Und dann anpflanzen. So, und der Granit nicht. Und die Erde machen wir dann auch nicht. Und der Zucker nicht. So, also. Wir könnten langsam ein bisschen Holzkohle machen, damit wir wenigstens Kohle haben. Ich bleibe jetzt noch ein bisschen wach, weil wir haben ja keine Gefahren. Ich will auch ein bisschen schauen, was wir für Pokémon haben. Und soll ich Pixelmon oder Pokémon sagen? Ich sag Pokémon. Der Mod heißt halt einfach Pixelmon. Und ja, dann haben wir ein bisschen Kohle. Gut. Machen wir noch den Baum weg, weil der stört. Er stört bei unseren Erkundungen. Weil er im Weg ist. Und jetzt, da oben auch noch weg. Okay, wegen dem Licht könnten wir jetzt kurz schlafen. Einfach kurz noch umschauen, ob irgendwelche Pokémon in der Nacht auftauchen. Ich denke schon, ich habe ja Pixelmon manchmal schon gespielt. Habe sogar einen Server gehabt.
Und das Server kam sehr gut an, kamen sogar Englisch sprechende Skandinavier und so, kamen sehr viele Leute von aller Welt. Damals, 2007, 17, war der Mod noch sehr bekannt. Und lol, ne Ding. Oh, wie heißen sie schon wieder? Ultra Dimension, genau. Geil. Und sieht auch wirklich schön aus. Es ist ein wirklich schöner Sieht. Vielleicht werden wir da oben. Wir gehen mal dorthin. Hier ist auch irgendwas Oranges. Und hier unten gibt es natürlich sehr viel Tannenwald. Sieht schön aus. Wirklich toll. Also, was haben wir? Fifien. Das ist so ein Schatten-Nacht-Pokémon. Uu auch. Okay. Und eine Yacht oder Segelschiff oder so. Also, weiterhin. Scroll. Dann haben wir hier Eichensetzlinge. Stixel nehme ich mit. Okay. Fackeln möchte ich eigentlich auch noch machen. Muss ich einfach mal vier Fackeln. Kurz warten. So. Jo, jetzt gehen wir einfach mal rein und hoffen auf das Beste. Dass wir da ein paar Erze finden. Ja, ist überall Granit hier unten. Schön. Also, ich mache eine lebendige Welt. Ihr dürft gerne dabei sein. Ich möchte gerne auch immer zwischendurch recht viel Pokémon trainieren, Arenen machen und so. Abenteuer erleben. Jo. Und es wird wahrscheinlich eine sehr detaillierte Welt werden, wegen diesem Chisel und Bits Mod. Ich kann gerne noch Mods einfügen, einfach nicht Mods, wo die Weltgeneration anders machen. Also keine Biome oder Strukturen. Die möchte ich so Pixelmon-artig wie möglich lassen. Was ich habe, ist ein More Villager Mod drin, weil ich eventuell ein paar wichtige Blöcke brauche zum Bauen. Aber das muss ich irgendwie vielleicht ercheaten oder so, weil spawnen gar keine Villager, spawnen nur die Pixelmon Villager. Und das ist ein bisschen doof, oder? Wenn man dann nichts mehr machen kann. Einfach ein oder zwei und sie dann ausbreiten lassen. Ja, genau. Also man hat ein bisschen Zwang, cheaten, aber nur für gute Zwecke, nicht für zum etwas besser bekommen. Hier in der Nähe war irgendwie ein Geräusch. Gehen wir mal hier hin. Wir haben auch, ja, der Ding ist noch ein bisschen groß, die Map. Da können wir auch noch ein bisschen kleiner machen. Scale müssen wir schauen. Das hat sich auch mit dem Ding auch Größe verändert. Ich glaube, 23 hatte ich immer. So. Und eigentlich die Chunk-Gitter möchte ich auch noch raus haben. Ui. So viele Sachen nötig. Chunk-Gitter, Gitter und sein. Ja, wunderbar. Okay, die Schrift, die kann ich noch ein bisschen lesen. Ich muss mich schon konzentrieren kurz, aber ist ja noch genug groß. Ah, hier, sehr gut. Wow. Schon das zweite Mal einfach so ein mega Ding im Weg. Abgrund. Drago liebt Abgründe. Abgründe des Lebens. Nein, nein. Ja, nicht. Und einen Stollen. Sehr gut. Zopiris, das ist auch ein Pokémon gewesen, glaube ich, in der dritten Generation. Was ich unbedingt wollte, aber ich habe, glaube ich, Rubin gehabt. Ich war so genervt über dieses Vielfraßteil, dass ich da einfach immer die Schlange haben wollte. Und ich habe sie dann bekommen von einem guten Kollegen. Ah, oh, das waren noch Zeiten, wo du einfach so richtig eingeschränkt warst. Also hier spawnen definitiv beide. Das weiß ich. Aber ob alles Pokémon spawnen, weiß ich ja nicht. Also das muss eigentlich das Team mir sagen oder einer, der Pixelmon gut kennt. Hätte ich gerne ein bisschen Hilfe noch, natürlich. Ich kenne auch nicht alles. Ich kenne Pokémon teilweise. Also es so Sachen wie Kleinstein von der ersten Gen kenne ich noch ziemlich gut.
So, ich habe leider keine Fackeln mehr, kein Holz, keine Sticks. Doch ein bisschen habe ich noch. Ah, oh, ich habe zu viel. Ich wollte noch ein Crafting Table machen können. Naja, ist nicht so schlimm. So, wir sind ja bald wieder oben. Oder wir können am Stollen abbauen. Ja, gehen wir zum Stollen. Oh, hier ist Gold. Kann ich leider noch nicht abbauen. Also, machen wir dann später. Jo, hier haben wir sogar etwas. Saphirerz. Neues. Aber ich glaube, es ist zu, die kann ich schon abbauen. Ne? Dropdach, ja. Sehr gut. Ich warte jetzt immer noch auf ein Pokémon, das ich besiegen kann. Wieder. Oh. Level 20, das ist der Spawner. Okay. Ich kann leider nicht abhauen mit großen Monstern. Ja. Ist leider tot. Okay, das ist gefährlich. Aber schön gemacht. Nur ich möchte eigentlich ja nicht so unfaire Spawner finden und so. Müssen wir eigentlich ja unsere Pokémon halt manchmal besiegen lassen, wenn sie noch nicht stark genug sind. Das ist gut gemacht, aber ja, es sollte ein bisschen besser skaliert sein. Dass es nicht nötig ist, ja, Level 43 Pokémon zu haben oder so. In der Nähe. Ich bin noch ganz, ganz am Anfang und habe schon Probleme. Distalerz, ja, definitiv. Ich glaube, wir gehen zuerst wieder hoch. Ein bisschen Kohle abbauen. Und dann machen wir das nochmal. Ich denke, ich kann den Spawn eigentlich jetzt abbauen, damit ja, wir hier ein bisschen in Sicherheit sind. Leider habe ich die Spitzhacke gerade nicht. Wehe, du kommst dazwischen, wo ist das ab? Nein, gehst nicht dazwischen. Nein, nicht abbrechen. Das dauert jetzt einige Zeit. Und sonst muss ich mit der Axt oder so machen. Vielleicht geht es schneller. Boah, diese Pixel oben drüber. Wie geil. Bitte lass dich jetzt mal abbauen. Ja, jetzt ist es kaputt gegangen. Es hat nichts gedroppt. Also es gibt nicht irgendwelche Belohnungen. Boah. Nein, echt. Es ist noch ein zweiter. Ist mega aggressiv scheinbar. Okay, das haben sie nicht so gut neu eingebaut. Oder? Es gibt es vielleicht schon länger, aber ich habe es nie entdeckt. Ich muss unbedingt irgendwas ändern. Wir haben jetzt wirklich, ja, schon die Möglichkeit, eine Steinspitzhacke zu machen. Ah, oh, jetzt sind wir schon so weit. Wehe, du schiebst mich dort ins Netz rein. Das ist auch richtig. Okay, es geht, glaube ich, weiter. Ja, ist cool gemacht, der Physikmod. Aber ihr seid nicht so cool gemacht. Ich kenne euch auch gar nicht. Woher kommt ihr? Ja, ich habe gar kein Ding. Crafting Table. Okay. Der Pixelmon ist schon ein bisschen bekannt für seine, jo, nicht gerade so gut geplanten Neuerungen und so. Es gab auch lange Zeit einfach Probleme mit dem Spawning, mit den Animationen und so. Es ist wirklich ein Top-Mod, aber er hat auch Anfängerfehler immer wieder eingebaut. Es gibt ja auch noch einen anderen Pokémon-Mod, Voxelmon oder so. Der ist natürlich noch weniger, also weit, oder? Es hängt schon ein bisschen am Support und an den Entwicklern. Wieso jetzt die Mod jetzt nicht unbedingt so heftigst spielspaßbereitend sind, aber man muss es schätzen, weil mehr hat man ja nicht. Was ist das ein Ding? Oh, sag schon, Taubsi. Was ist das? Ein Stör? Picuda. Ein Barracuda? Kann sein. Pikachu Barracuda. Geil. So, wir machen kurz ein Boot, wenn wir Holz hätten. Sieh schon wieder, alles liegt wieder am Holz. Am Holzfäller, Mutter. Nein. Sind ja meistens dann auch zu OP.
Ich glaube, ich weiß, was ich noch einfüge. Es gibt so einen Mod, der das Holzfällen anders macht. Better Leaf, nein, nicht Better Leaf, sondern irgendwas Ähnliches. Den baue ich vielleicht noch ein, aber dann werden einfach die regionalen Bäume noch nicht so sein. Die muss man dann alle Holz fällen. Alle fällen. Und dann ja nochmals. Sozusagen mal schaffen. Nochmals setzen mit dem Setzling, ja. Gut, also. Dann mache ich nicht alles mitzunehmen. Jo, das sieht man noch nicht. So, also, wir machen uns eine Spitzhacke aus Eisen. Ein Wassereimer, falls wir Wasser, also Lava finden. Für Obsidian und eine Schere. Wunderbar. Okay. Oh, den kenne ich auch noch. Kanimani. Kanivanha, genau, Kanivanha. Kanimana ist, glaube ich, ein Krokodil aus der zweiten Gen. Und das ist ein Piranha aus der zweiten Gen. So, genau. Nachdenken, was wollte ich noch machen? Ein Boot. So, wir müssen zu einem Dorf, um unser Bautz wieder zu jo, heilen. Wir machen hier noch ein Ding. Habe ich dort. So, jetzt. Caps Lock waren. Habe ich da einen Wegpunkt gemacht? Was ist das für ein Wegpunkt dort? Und ein anderes Feuer. Nicht für. Okay. Da drüben. Er hat einen höheren Berg. Das sieht auch sehr cool aus. Da haben wir Ruinen, die können wir auch mal erkunden. Zu diesem Schiff möchte ich unbedingt. Und diese Stadt sieht richtig geil aus. Das müssen wir unbedingt noch ja, im nächsten Part machen. Cool, aber hier. Also gehen wir mal auf dieses eine Schiff hier. Und schauen uns nach einem Dorf noch um. Und wir können ja zur Stadt noch gehen. Ich mache gerne auch noch ein bisschen länger den Part. Da haben wir noch einen Tempel oder irgendwie so etwas Ähnliches. Okay, jetzt wohnt jemand drinnen. Ah. Wellenrauch. Eine Pikachu-Tasse. Die nehme ich mit. Das ist mein Ding. Ein Ofen. Ich muss. Hallo, darf ich den Ofen klauen? Leonardo. Hallo, Leonardo da Vinci. Ich bin froh, dass es Pokémon in erdenklichen Farben gibt. Lebhaft oder etwas gesättigt, dunkel oder hell. Es ist wie eine Explosion der Farbtöne. Ja, geil. Und du? Du bist die zwei. Okay. Ich klaue euren Ofen und euren Kühlschrank. Dankeschön. Oh, Schwarzeichen. Baumsetzling. Pilze brauche ich auch. Ey. Ich klaue einfach alles. So, Dankeschön. Also, was willst du jetzt eigentlich? Was willst du bei mir? Soll ich? Oh, schwarz. Kuhmilch, geil. So richtig gesättigt, gesüchtigt. Zauberwasser, das ist gut für Wasser-Pokémon. Das verstärkt, glaube ich, um 20%. Ja, wir haben schon viel zu viele Items. Können, ein Webstuhl ist auch noch da. Wir können eigentlich gleich wieder zurückgehen. Wir gehen aber kurz zur Stadt, aber wenn wir nicht mehr einsammeln können. So, schön. Also, ich finde so Sachen richtig cool. Aha. Aha. Sehr interessant. So ein Doppeldurch-Ding, ja. Also, wir müssen noch kurz zur Stadt gehen. Also, das sind irgendwelche bestimmten Breeder. Sagen wir den. Das sind einfach diese Welsen, genau. Das ist, glaube ich, ein Moosstein oder so. Die leuchten halt. Ah, genau, ich weiß es noch vom letzten Mal. Das sind irgendwelche Verstärkungen,
Gigadenamax oder so. Die kann man besiegen für gut XP. Jo. Sind aber ein bisschen stärker. Sind auch besondere Pokémon. Besondere Formen von den einzelnen Pokémon. So, was ist das? Wieso ist hier so eine gigantische Stadt? Die ist ziemlich neu. Die war letztens, also ich vor ein, zwei Jahren, noch nicht so da. Da ist auch eine einzelne Person. Und hier ist scheinbar ein Mesa, eine Mesa-Wüste. Ein Turm sogar, das ist eine gigantische Stadt. Wow, was machst du da? Das ist irgendwie so ein Bösewicht, habe ich das Gefühl. Hallo. X. Team X. Okay. Keine Ahnung von einem Team. Gehen wir dort ans Dock. Und du läufst ein bisschen falsch hier unten. Wer bist denn du? Herr Heinze. Haben Sie in der Nähe einen Polizisten gesehen? Warum ich das frage? Ich bin gegen Polizisten und neugierige Menschen allergisch. Ja, ich bin nicht neugierig. Also von mir muss er nicht allergisch sein. Ich wollte nur wissen, was du da unten... Nein, Boot. Nein, ich kann es nicht einsammeln. Soll ich wegwerfen? Ich brauche mein Boot. Komm, Blumen. Man gewinnt ja auch keinen Blumentopf, wenn man viel zu viel Items mitnimmt. Das ist ein Blumentopf. Raus. Ein Eisjuwel. Eine Angel. Die hole ich später, wenn ich mehr Platz habe. Es ist immer so, wenn man mit Mods spielt. Das Boot wird gar nicht angezeigt, was das für ein Holz ist. Dann, yo. Hat man immer viel zu viele Items. Boah. Geil. Es ist gerade auch ein bisschen noch am Laden von den Fundamenten. Das ist ja heftigst. So. Jo, Thumbnail steht. Und im nächsten Part schauen wir hier weiter uns um. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen motivieren können. Ein bisschen, jo, auch jo, zum Spielen von diesem Mod animiert haben. Und ja, es gibt natürlich noch gut weitere Abenteuer hier in ja, Minecraft Pixelmon. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.